unglaublich. Noch nicht begreifbar. Ich bin geschockt. Also wir sind beide so total erschöpft jetzt, weil der Adrenalin so hochgegangen ist und das ist, also ich bin wirklich geflasht. So don't take me back to the land of yore, where the black swan loves the one I lost. A generation sings with the radio on, the melody of the human dawn. Also erstmal glaube ich nicht, dass es jemals so Hype wird wie damals, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wir sind alle erwachsen geworden, wir sind keine Teenies mehr und das Publikum ist auch erwachsen geworden. So, das heißt, es wird alles ruhiger. Weiß man nie. Heute Morgen, wir haben auch Kinder. Das stimmt, ja. Also heute Morgen im Flugzeug tatsächlich, normalerweise, wenn ich, ich sag mal, ungeschminkt und mit einem Cappy oder so rumlaufe, würde ich kaum erkannt. Ich komme da rein und alle lächeln mich an. Ich denke, gucken die mich jetzt an? Ja, so, also man merkt schon, dass sie die Präsenz, Medienpräsenz doch was bewirkt im Moment. Aber zurück zu der Frage, wie fühlt sich das damals an? Für mich persönlich war das nicht das schönste Kapitel. Ich habe mich natürlich mega, mega gefreut über diesen Erfolg, denn wir haben das erträumt. Wir wollten das, wir wollten diesen Erfolg. Das war unser Ziel, das war unser Traum. Wir haben dafür gekämpft. Aber letztendlich, als es da war, wurde es für mich irgendwann mal zu einer Belastung, Riesenbelastung. Ich war unglücklich. Ich war sehr unglücklich. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Und irgendwann mal kam der Burnout, ganz klar. Also das ist nicht unbedingt für mich die schönste Zeit meines Lebens, muss ich ehrlich gestehen. Und jedoch bin ich sehr, sehr dankbar für diesen Riesenerfolg, der uns alle heute noch trägt, muss man einfach sagen. Wir sind alle noch unterwegs, solomäßig, weil wir damals diesen Erfolg hatten und können damit auch unseren Unterhalt verdienen. Es geht schon seit Jahren, aber wir reden davon, der Wunsch ist da, aber alle in ein Boot zu bekommen, ist nicht einfach, weil jeder hat auch parallel Solo-Projekte, ne, die parallel laufen ständig. Es gab eine Sehnsucht von vielen Kellys und nicht von allen, aber von vielen und es wurden immer mehr, die dazu kamen und sagen, wow, ja, das wäre toll nochmal. Und dann würde das immer präziser, was wir vielleicht doch machen können. Und wir wollten nicht mehr warten. Und Paddy und Maite haben ihre Solo-Aktivitäten zurzeit. Aber man weiß nicht, was morgen und übermorgen wird. Nicht? Und wir haben gesagt, jetzt oder nie. Und dann sind wir nach vorne gegangen. Aber ehrlich gesagt, am Anfang war nur geplant ein Konzert, ja? Weil wir haben gesagt, wir gehen Step by Step an der Sache. Wir wissen ja nicht, wie die Resonanz da draußen wird. Das heißt, wir haben erstmal nur ein Konzert in der Westfalenhalle organisiert. Und als das explodiert ist, haben wir gesagt, jetzt aber richtig. Wenn schon, denn schon. Volles Programm, CD, große Tour. Wie Johnny sagte, ja, die CD war nicht geplant. Im Prinzip, das kam genau alles ganz schnell danach. Die Resonanz war immens, immens. Und das hat uns bestätigt, okay, go for it. Das ist es jetzt, ja. Und weil es gehören auch zwei Seiten dazu, muss man einfach sagen, ne? Ich habe das Gefühl, dass diese Tournee wird anders sein. Dass ich spüre, dass es wird ein Riesen-Karaoke sein, weil ich glaube, jeder will mitsingen. Also das kann ich so, ich kann die Bilder schon sehen. Die Menschen wollen wieder dieses Erlebnis nochmal erleben und ich glaube, die wollen einfach singen. Das ist mit uns. Das wird, also ich kann das schon hören.